Mit rund 130.000 Einwohnern ist Ingolstadt die fünftgrößte Stadt Bayerns. Sie liegt direkt an der Donau. In der historischen Altstadt tummeln sich überall Studenten. 5.000 sind derzeit an der Technischen Hochschule eingeschrieben. Studieren in Ingolstadt hat Tradition. Vor 500 Jahren gab es hier die erste bayerische Universität. Seit 2 Jahren lebt die 25-jährige Gloria Alvarez in Ingolstadt. Sie studiert Wirtschaftsinformatik. Glorias Lieblingsplatz in Ingolstadt ist die Havanna Bar. Durch das Flair hier fühlt sie sich zu Hause. Wie in Lima in Peru. Obwohl sie dort niemals in so eine Bar gegangen wäre. Dazu war sie viel zu streng erzogen. Das hat meine Kindheit. Religion hat eine sehr große Rolle gespielt. Ich fühlte mich immer so, meine wahre Gefühle immer so unterdrückt. Ne? Das kleine Rock, Bikini, ne? Das macht man nie. Aber dann kam ich hier und habe ich mich so ein bisschen entwickelt, mehr an mich selbstbewusster geworden. Und ich finde es toll jetzt, ja. Die meisten ihrer Freunde hat sie an der Hochschule kennengelernt. Sie ist kontaktfreudig, genießt das Nachtleben und tanzt sehr gerne Salsa. Alle denken, wir müssen es können, aber ich habe es hier gelernt. Und wenn es mal nicht Salsa sein soll, ist auch noch in? Eiskeller heißt es. Sehr schön die Musik und sonst Studio und das Mo. Das gefällt mir super. Hier kann man in Ingolstadt eigentlich immer was machen. Audi bietet des Öfteren Sommerkonzerte an. Das Gegenüber, das Studio, da kann man auch ganz gute Musik hören. Und wenn man nicht unbedingt auf Salsa steht, also auch Abwechslung Hip-Hop und aus der Szene, gibt es ganz gute Sachen. Hier sind Bilder von Kinderberg Lima. Das ist die Schule, wo ich gegangen bin. In Lima ging Gloria auf die Johannes-Gutenberg-Schule, die von einem deutschen Kinderhilfswerk betrieben wird. Im Alter von 3 Jahren wird sie dort aufgenommen. Neben Unterricht bekommt sie täglich zu essen und wird medizinisch betreut. Für uns da in der Gegend, es war schon ein Erfolg, mit 14 Jahren nicht schwanger zu sein. Und für mich, diese Schule hat mir wirklich mein Leben geändert. Es hat mir Chancen gegeben. Gloria ist zuerst ein Jahr Au-pair-Mädchen in Hannover. Dort macht sie ihr deutsches Abitur, denn sie will unbedingt hierbleiben und studieren. Wirtschaftsinformatik. Ihr Traum. Das war für meine Eltern ein Schock, weil wir waren in Weihnachten, wir haben uns umgearmt, da war sie, meine Mutter, ein bisschen traurig. Und ich sagte, ja, ich komme doch in einem Jahr, das dauert doch nur ein Jahr, dieses Programm. Und ja, bin ich nicht mehr gekommen, bin ich doch geblieben zum Studieren. 4 Jahre hat Gloria ihre Eltern nicht mehr gesehen. So sind mit der Zeit ihre Freunde zu ihrer Familie geworden. Wann immer sie kann, trifft sie sich mit ihnen. Aber Studium und Job lassen ihr häufig nicht die Zeit, um ausgiebig durch die Ingolstädter Fußgängerzone zu schlendern und das Treiben in der Stadt zu genießen. Es ist eine moderne Stadt, ne, hier in Ingolstadt, aber auch gleichzeitig so viel Ruhe, diese Landschaft, Natur ist da und die Leute, die sind sehr offen. Okay, dann sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ja, mach. Hey. Gloria zog mit ihrem Freund nach Ingolstadt. Doch dann trennten sie sich. Das war anfangs schwer für sie. Heute lebt Gloria in einer WG. Ich war so gewöhnt, immer mit jemandem zusammen zu leben. Ne? Und deswegen war es ja schwer hier anfangen. Aber in der WG mit anderen Leuten komme ich schon zurecht. Etwa 300 Euro kostet ein Zimmer in der Ingolstädter Innenstadt. Die Zimmersuche ist nicht immer ganz einfach. Frühzeitig kümmern ist hier angesagt. Ein Auto braucht der Student in der Autostadt Ingolstadt nicht. Mit dem Bus und dem Fahrrad kommt man in der Innenstadt schnell überall hin. Ich fand es schon lustig, als ich hier kam, dass die Polizisten immer die Fahrräder kontrolliert haben, ob sie die Ausstattung hatten und alles komplett ist. Ne? Und sogar Strafzettel geben und so. Weil bei uns die Fahrräder sind ja so wie Fußgänger. Keine Fahrzeuge. Gloria finanziert ihr Studium selbst. Sie arbeitet 20 Stunden pro Woche als Werkstudentin für einen Elektronikkonzern. Ihre Aufgabe? Informationen bereitzustellen, die die Abläufe und Prozesse des Einkaufs optimieren.
Das war das erste Unternehmen, das an mich und meine Fähigkeiten aus der Hochschule geglaubt haben. Ich bin deswegen sehr zufrieden. Ich dachte, es wäre sehr schwer, in Deutschland einen Job zu finden, aber hier bin ich. Auch für die anderen Studenten ist die Arbeitsplatzsituation rosig. Denn die größte Wirtschaftsmacht in der Region ist die Automobilindustrie. Und die beschäftigt unzählige Werkstudenten aus diversen Studienrichtungen. Seit einem Jahr ist Gloria Buddy für ausländische Studenten, die nur ein Semester in Ingolstadt studieren. Da sie weiß, wie schwer es sein kann, sich in einer fremden Stadt einzuleben, begleitet sie sie zum Beispiel bei Behördengängen oder Bankgeschäften. Für einen ersten Überblick organisiert die Hochschule eine Stadtführung. Denn die Studenten sollen sich nicht nur zurechtfinden, sie sollen auch Eindrücke von der Kultur ihrer Gastheimat mitnehmen. Der größte Park in Ingolstadt ist der Klenze-Park direkt an der Donau. Er beginnt gleich hinter der alten Stadtmauer und ist Teil des Grüngürtels, der die ganze Altstadt umschließt. Der Klenze-Park ist ebenfalls einer von Glorias Lieblingsplätzen. Mit Blick auf das neue Herzogschloss lässt es sich wunderbar vom Studium entspannen. Und manchmal gehört dazu auch, dass Gloria ihren Freunden ein Ständchen bringt. Für Gloria sind es die Stadt und die Menschen, die dafür sorgen, dass sie sich in Ingolstadt heimisch fühlt. In ihrer Unistadt. Dejo